Weltraum. Unendliche Weiten. Wir befinden uns in einer fernen Zukunft. Dies sind die Abenteuer des neuen Raumschiffs Enterprise, das viele Lichtjahre von der Erde entfernt unterwegs ist, um fremde Welten zu entdecken, unbekannte Lebensformen und neue Zivilisationen. Die Enterprise dringt dabei in Galaxien vor, die nie ein Mensch zuvor gesehen hat. Computerlogbuch der Enterprise, Captain Picard. Sternzeit 41235,25. Unser Ziel ist der Planet Ligon 2. Ursprungsort eines sehr seltenen Impfstoffes, der auf dem Föderationsplaneten Styris 4 benötigt wird. Die Sternenflotte hat mich angewiesen, einen Freundschaftsbesuch abzustatten und Verhandlungen zu eröffnen, um diese seltene medizinische Substanz zu erwerben. Standardorbit, Sir. Lieutenant Yar meldet sich aus der Frachtzone 1. Das Ligonianische Empfangskomitee soll an Bord gebeamt werden. Dann wollen wir mal. Sie übernehmen die Schiffsführung, Mr. Data. Frachtzone 1. Es dürfte ein interessantes Treffen werden. Ganz sicher. Die Ligonier sind uns Menschen sehr ähnlich. Auch ihre Geschichte zeigt einen ähnlichen Verlauf wie unsere. Sie haben ein hohes gesellschaftliches Niveau erreicht und sind außergewöhnlich stolz. Sie bestehen darauf, Ihr eigenes Transportgerät zu benutzen, Sir. So sind die Ligonier, Lieutenant. Haben Sie unsere Koordinaten? Ja, Sie haben unsere Koordinaten, Captain, und warten auf unser Signal. Hier spricht Captain Picard an Bord des Sternflottenschiffes Enterprise. Bitte erweisen Sie uns jetzt die Ehre Ihres Besuchs. Die Ligonier erschienen an Bord. 6 Männer in orientalischen Gewändern. Der Anführer, ein Mann von stattlicher Größe, ergriff als erster das Wort. Ich bin Lutan. Captain Jean-Luc Picard, willkommen an Bord. Das sind meine Offiziere, mein Stellvertreter, Commander William Riker, Counselor Diana Troy und die Leiterin des Sicherheitsdienstes, Lieutenant Natasha Yar. Eine Frau? Ist die Leiterin Ihres Sicherheitsdienstes? Ja, Lieutenant, das ist Ihr Fachgebiet. Ich fühle mich geehrt, Sie alle kennenzulernen. Das ist mein Stellvertreter, Hagon. Eine Probe des Impfstoffes. Bitte haben Sie Verständnis, Lutan. Ich muss diese Probe zuerst überprüfen. Aus dem Weg, Weib! Hagon versuchte, Tascha zur Seite zu schieben, aber die schleuderte ihn mit einem Judo-Wurf auf den Boden. Das finde ich sehr interessant. Hoffentlich können wir Sie auch so überraschen. Wenn ich etwas vorschlagen dürfte, Sir. Keine Entschuldigung. Die Ligonier würden darin eine Schwäche sehen. Nichts Verdächtiges, Captain. Möchten Sie die Gabe annehmen? Natürlich werden Sie sie zuerst genauestens testen. Das werden wir nicht tun. Dieser Impfstoff ist eine wertvolle Komponente des Lebens. Wir fühlen uns durch die Gabe geehrt. Würden Sie uns die Freude erweisen, sich von uns unterhalten zu lassen? Ja, sicher. Bereiten Sie alles vor. Wir werden Ihnen in Kürze folgen. Ich erbitte Vergebung. Es sind merkwürdige fremde Wesen. Dich trifft keine Schuld. Und diese Frau? Sie könnte genau das sein, was ich brauche. Dann waren alle im Gästesalon der Enterprise versammelt. Lutan, viele Errungenschaften Ihres Planeten sind uns wohl bekannt. Und wir erkennen auch die Ähnlichkeit Ihrer Gesellschaft mit einer alten Kultur unserer Erde. Im Namen der Föderation möchte ich Ihnen das hier überreichen als Zeichen unserer Dankbarkeit und Freundschaft. Es stammt aus der chinesischen Sung-Dynastie, 14. Jahrhundert. Der Captain überreichte Lutan eine kleine goldene Pferdestatue. Ein sehr schönes Geschenk. Wir sind sehr erfreut. Wir vom Planeten Ligon sind bisher Fremden gegenüber sehr zurückhaltend gewesen. Wir sind technologisch nicht so fortgeschritten wie Sie, jedoch besitzen wir etwas, das Sie nicht haben. Ein Vakzin, das sich als das bisher einzige wirksame Gegenmittel gegen das gefürchtete Achillesfieber erwiesen hat. Wenn Sie unsere Sitten akzeptieren und wir Ihren Respekt uns gegenüber erkennen, werden wir Freunde sein
Und wir werden allen, die es brauchen, das Serum zugänglich machen. Nun, Sie erwarten Respekt von uns. Ich bin sicher, Sie werden ihn erkennen. Ich fühle mich von Freunden umgeben. Ich brauche deshalb meine Wache nicht mehr. Ich werde euch in Kürze folgen. Bereitet alles für den Transport vor. Haben Sie noch einen Wunsch? Gibt es irgendetwas, das wir für Sie tun können? Wäre es möglich, eines Ihrer erstaunlichen Holodecks zu sehen? Wir hörten, dass dort Ihre Offiziere ausgebildet werden. Das ist nur eine Aufgabe der Decks. Commander Riker, Sie und Counselor Troy führen unseren Gast. Ich wäre sehr erfreut, wenn Lieutenant Yar uns alles zeigen würde, Captain. Sie könnte uns einige Verteidigungstechniken vorführen. Dass eine Frau unseren Sicherheitsdienst leitet, hat sie in Erstaunen versetzt. Bei uns ist das absolut nichts Ungewöhnliches. Bei uns ist es die Pflicht der Frauen, das Land zu besitzen, während die Männer den Besitz verteidigen und regieren. So etwas Ähnliches hat es auch in der Geschichte der Menschen gegeben. Ich werde den Gästen alles zeigen. Nehmen Sie es als Zeichen meines besonderen Respekts. Also gut. Kommen Sie bitte. Tascha führte Lutan und dessen Assistenten zum Trainingsdeck. Aikido 1. Sofort materialisierte ein Judo-Kämpfer und ging in Wartestellung. Es kämpft erst, wenn meine Handlungen es aktivieren. Sie können einen Menschen erschaffen, ohne eine Seele? Was Sie da sehen, ist kein Mensch, Lutan. Nur ein Computerprodukt. Ein künstliches Wesen, das keine Seele besitzt. Wer bin ich? Hörst du mich? Seine Schläge sind allerdings sehr echt. Fasziniert beobachteten Lutan und Hagon den nun folgenden Schaukampf. Natürlich behielt Tascha die Oberhand. Ein Appel kann unmöglich so gut kämpfen, Lutan. Dann beweis mir deine Worte, Hagon. Hagon griff an, aber er hatte überhaupt keine Chance gegen den Computermann. Der warf ihn zu Boden wie eine Feder. Danke, Lieutenant. Das war äußerst aufschlussreich. Aikido Ende. Ich könnte davon 2 oder 3 aufrufen, aber 1 ist mehr als genug. Wenn man mit ihm kämpft, lernt es und es weiß sehr schnell, wie es einen schlagen kann. Auch die tapfere Leiterin des Sicherheitsdienstes. Es zwingt uns, immer besser zu werden. Erstaunlich. Ich bin von Ihren Fähigkeiten sehr beeindruckt. Kurze Zeit später verabschiedeten sich die Ligonier. Lebt wohl, meine Freunde, von der schönen Enterprise. Toleranz und Verstehen haben aus vielen Völkern Freunde gemacht. Es war ein guter Anfang, Lutan. Besonders herzlich möchte ich mich von Lieutenant Yar verabschieden. Erstaunliche Verteidigungstechnik. Ehe die Enterprise-Besatzung überhaupt wusste, was geschah, hatten die Ligonier Tascha ergriffen und waren mit ihr über ihren eigenen Transporterstrahl verschwunden. Picard an Brücke, Alarmstufe Rot. Schutzschilder aktiviert. Photonentorpedos bereit, Sir. Wie erfolgte Kommunikation? Über die Orbitalkontrollstation, Sir. Bitte auf dieser Frequenz und auf allen Grußfrequenzen senden. Enterprise an Lutan und die ligonianische Regierung. Sie haben einen unfreundlichen Akt begangen. Wir verlangen eine sofortige Äußerung. Photonentorpedos scharf, Sir. Bereiten Sie Warnschüsse vor. Detonation 1000 Meter über der Planetenoberfläche. Bereit. Feuer. Kennen wir die Quelle des Transporterstrahls? Wir haben schon versucht, sie zu lokalisieren, Sir. Leider ohne Ergebnis. Sie benutzen zum Transportieren ein System, das bei uns veraltet ist, allerdings ohne Anwendung des hegelinischen Gesetzes, das... Diese Fakten dürften wohl zurzeit nicht von Bedeutung sein. Captain Picard vom Raumschiff Enterprise mit einer Nachricht für Lutan, den ich bis vor wenigen Minuten für einen Freund hielt. Sie haben etwas getan, was nach unseren Gesetzen als Angriff gewertet wird. Sie haben unser Schiff besichtigt. Ihnen sollte klar sein, was für eine Macht es besitzt.
Wir erwarten, dass Sie umgehend Verbindung mit uns aufnehmen. Counselor Troy, wird man Lieutenant Yar etwas antun? Ich glaube nicht, Sir. Die Ligonie sind hauptsächlich neugierig. Allerdings habe ich bei Ihnen noch andere Gefühle erkennen können. Was für Gefühle? Ich spürte bei allen eine emotionale Überreaktion. Kein Wunder, Lieutenant Yar ist ja sehr attraktiv. Aber bei Lutan war noch etwas anderes. Etwas ähnliches wie Habgier und Ehrgeiz. Weitere Kommentare? Darf ich noch was sagen? In den Informationen über die Ligonia steht noch etwas über ihre Wertschätzung der Geduld. Ja, dafür empfinden sie Bewunderung. Man erkennt das auch an der präzisen rituellen Abwicklung aller Dinge. Ich mache mir wegen Lieutenant Yar Sorgen. Trotzdem sollten wir vielleicht noch eine Weile warten. Sternzeit 41235,32. Ich bin beunruhigt. Wir haben einen Tag gewartet. Keine Nachricht von Lutan. Die Ligonia wissen nicht, dass sie von unseren Sensoren gescannt werden und dass wir Lutans Regierungssitz lokalisiert haben. Ich habe das Vakzin untersucht. Und? Wir brauchen es. Selbst für einen Arzt ist es fürchterlich mit anzusehen, wenn jemand an Anchillesfieber stirbt. Haben Sie versucht, das Vakzin synthetisch herzustellen? Das können wir nicht. Die Probe wirkt als Injektion sofort, wird aber instabil, wenn sie repliziert wird. Wir müssen den Wirkstoff von den Ligoniern bekommen, so viel wir können, Captain, und zwar sofort. Das ist mir ganz klar, Doktor. Sie haben sicher nie gesehen, wenn jemand an dieser Krankheit stirbt. Da haben Sie recht. Trotzdem, ich habe den Tod oft genug gesehen. Mein Gott, ich werde es nie schaffen, dem Sterben mit ärztlicher Professionalität gegenüberzustehen. Vielleicht sollten Sie das nicht bedauern. Darf ich mit Ihnen über meinen Sohn Wesley reden? Bitte? Oh, ja, wenn Sie wollen. Er ist an allem, was auf diesem Schiff passiert, sehr interessiert und ich spreche natürlich nur als Mutter. Er scheint eine Menge darüber zu wissen. Ja, natürlich, aus der Sicht einer Mutter. Er wartet übrigens im Turbolift, denn Sie haben ihm ja mehrmals verboten, die Brücke zu betreten. Wesley? Ich habe nicht einen Fuß auf die Brücke gesetzt, Captain. Sir, ich bringe den Jungen in sein Quartier. Nein. Nein? Du kannst dich neben Lieutenant LaForge setzen. Bitte? Bitte? Sind denn alle taub? Setz dich da drüben hin, junger Mann. Zumindest für eine Weile. Captain, wir haben aus der Datenbank noch mehr Informationen über Ligon abgerufen. Ach ja, Doktor, das dürfte Sie vielleicht auch interessieren. Beginnen Sie, Data. Die Sozialstruktur der Ligonia ist sehr kompliziert. Alles wird einem Ehrenkodex unterworfen. Im Übrigen haben wir herausgefunden, dass dieser Lutan seine Macht durch etwas errungen hat, das man einen Coup d'État nennt. Ein Wort aus der obskuren Sprache, Französisch. Coup d'État ist Mr. so etwas Data. Wie... Auf der Erde war die französische Sprache lange ein Zeichen für Zivilisation. Ach, tatsächlich? Erlauben Sie, Sir, ich... Lassen Sie lieber dieses Thema, Mr. Data. Ja, Sir. Ein Coup d'État kann gewaltlos erfolgen, aber er kann auch durchgeführt werden, indem man den Feind mit Gewalt überwältigt und ihm die Macht wegnimmt. Auf jeden Fall gilt sowas als sehr heroisch. Und da uns Lutan nicht die Macht wegnehmen kann, hat er Lieutenant Yar entführt. Vielleicht will er so sein Image bei den Untertanen verbessern. Ja, diese Denkweise fügt sich exakt in Lutans Persönlichkeitsprofil ein. Er ist das, was man bei uns einen Perfektionisten nennt. Und er glaubt, dass das, was er erreicht hat, sich in seiner Person manifestieren muss. Ich halte ihn absolut für fähig zu töten, um seine Ziele zu erreichen. Und wieso ausgerechnet Tascha? Als Leiterin des Sicherheitsdienstes ist sie für ihn eine besonders erstrebenswerte Beute. Wir erhalten eine Botschaft vom Planeten, Sir. Ich schalte sie auf den Hauptschirm. Nun, Lutan, was wollen Sie? Ich meine, Sie sind es, der etwas von uns will. Ja, ich will, dass Lieutenant Yar gesund zu uns zurückkehrt. Und zwar sofort. Wagen Sie es, uns Befehle zu erteilen? Sir, gemäß dem Kodex der Ligonia hat er etwas getan, das Anerkennung verlangt. Er war wagemutig und ausgesprochen tapfer. Wir sollten uns den Gegebenheiten anpassen. Das Beste, was wir jetzt tun können, wäre, die Rückkehr von Tascha zu erbitten. Ich soll Lutan bitten. Ja, das sollten Sie tun, Captain.
Hören Sie, Lutan, Sie waren sehr tapfer. Sie haben uns Lieutenant Yar weggenommen. Und jetzt sollten Sie sie uns bitte zurückgeben. Gut, besuchen Sie uns, Captain. Dann werden wir sie Ihnen zurückgeben. Commander. Commander? Warum so förmlich? Ich möchte einen Vorschlag machen. Wir glauben, es wäre das Beste, wenn der Captain diesen Besuch abstatten würde. Eine gute Idee, Sir. Die Ligonier halten sich auf ihre Gastfreundschaft viel zugute. Ich halte das aber für keine gute Idee. Lutan ist ohne Zweifel ein Lügner und sehr verschlagen. Kanzler Troy hat selbst gesagt, er wäre fähig, für seine Ziele zu töten. Es ist meine Pflicht, den Captain vor Gefahren zu schützen. Die Ligonier achten sehr streng auf Rangordnung. Nur der Captain wäre der adäquate Ehrengast, nicht sein Stellvertreter. Der erste Mann des Schiffes ist nun mal der Captain. Und eins ist ganz sicher. Lutan wird den Ehrengast mit seinem Leben schützen. Das scheint mir überzeugend zu sein, Captain. Aber ich warne Sie, wenn Ihnen etwas zustößt, werde ich darüber einen Bericht schreiben. Nach einigen Vorbereitungen ließen sich Captain Picard und Diana Troy auf Ligon 2 hinunterbeamen. Die Hauptstadt hätte auch im alten Indien stehen können. Alles wurde überragt vom Regierungspalast, einem überwältigend schönen Gebäude mit unzähligen weißen Türmen und riesigen Kuppeln. Lutan erschien sofort zur Begrüßung. Willkommen in meinem Zentralpalast, Captain Picard. Sie sind meine Ehrengäste. Sie genießen alle Privilegien unserer Gastfreundschaft. Das ist meine Hauptfrau, Yarena. Lutan kann sich glücklich schätzen. Sie kennen meine Beraterin Troy schon? Ja. Als unsere Gäste brauchen Sie nur zu sagen, welche Freundlichkeit wir Ihnen erweisen sollen. Dann seien Sie so freundlich und holen Sie Lieutenant Yar. Lieutenant Yar wird Ihnen heute Abend zurückgegeben, und zwar im Laufe eines Banketts, das ich Ihnen zu Ehren arrangieren werde. Ich will Sie jetzt sehen. Man hole Lieutenant Yar. Ich finde es seltsam, Captain, dass ein Mann mit Ihrer Erfahrung Schwierigkeiten hat, sich an die Grundregeln der Höflichkeit zu halten. Ah, Sie meinen, man sollte zum Beispiel Bitte sagen, bevor man jemanden entführt. Die Floskel Bitte wird nur eingesetzt, wenn man die entführte Person zurückfordert. Wir leben eben in verschiedenen Welten. Wir benutzen Umgangsformen, die tief in unserer Kultur verwurzelt sind. Wenn Sie die Absicht und den Willen haben, heute Abend die Rückgabe von Lieutenant Yar zu erbitten, und zwar vor allen Anwesenden, dann wird der Ehre Genüge getan. Der Begriff Ehre ist hier von großer Wichtigkeit, Sir. Ehre ist für uns alles. Ein Soldat führte Tascha herein. Aber es war ihr deutlich anzumerken, dass die Art und Weise ihr überhaupt nicht gefiel. Werden Sie gut behandelt, Lieutenant? Es geht, Captain. Ich meine, wenn man die Umstände in Betracht zieht. Machen Sie sich keine Gedanken, Captain. Es wird sehr gut für Sie gesorgt werden. Meine Mannschaft und ich, wir sind uns sicher, dass Ihre Weisheit der Garant dafür ist. Fast, glaube ich, in Ihren Worten eine Drohung zu hören. Das wäre natürlich absolut lächerlich. Drohungen wollen wir doch beide sorgfältig vermeiden. Die Vorbereitungen der Festivitäten sind in vollem Gange. Bis dahin sollten wir uns zurückziehen. Bis heute Abend, Lutan. Mit überaus gemischten Gefühlen sahen der Captain und Diana, wie die Ligonier sich zurückzogen. Noch immer war Picard sich über das eigentliche Motiv von Lutan nicht im Klaren. Was würde der Abend bringen? Am Abend versammelten sich alle in der prachtvollen Festhalle des Palastes. Nachdem die Tanzdarbietungen und Geschenkübergaben beendet waren, stand Captain Picard auf. Lutan, Sie haben uns die Gastfreundschaft und die Sicherheit Ihres Palastes gewährt. Ihre Geschenke an uns sind selten und kostbar. Wir danken Ihnen. Und nun, gemäß der Sitte Ihrer Vorväter, die wir aufrichtig ehren und respektieren, bitte ich Sie in Frieden, uns Lieutenant Natasha Yar zurückzugeben. Gut gesprochen.
Es gibt hier unter den Anwesenden einige, die meiner Annäherung an die Föderation misstrauisch gegenüberstehen. Ich bin dennoch stolz, den ersten Schritt getan zu haben. Und ich bin stolz, dass wir Ihnen etwas von sehr großem Wert anbieten können. Ein unbezahlbares, lebensspendendes Vakzin. Die Entführung, die ich durchgeführt habe, um der Vätersitte gerecht zu werden. Und Ihr Verhalten in dieser Angelegenheit. Beide waren vorbildlich, Captain. Aber jetzt, wo die Zeit gekommen ist, kann ich mich von dieser Frau nicht mehr trennen. Sie reden so viel von Ehre. Aber das, was Sie jetzt tun, könnte leicht der Anlass für einen Krieg werden. Ich tue das nicht, um einen Krieg auszulösen, sondern nur, weil ich liebe. Ich möchte, dass Lieutenant Yar meine Hauptfrau wird. Ich nehme mir das Recht des Widerspruchs. Seit 200 Jahren hat sich keine Frau mehr dieses Recht genommen. Ich kenne meine Rechte und bestehe darauf. Natascha Yar, ich fordere dich zum Zweikampf heraus, auf Leben und Tod. Nein. Diese Herausforderung wird von mir abgelehnt. Dann erhalten Sie keinen Handelsvertrag, kein Vakzin und keine Natascha Yar. Computerlogbuch der Enterprise, erster Offizier, Commander Riker. Wir wurden über die Vorgänge auf dem Planeten Ligon 2 informiert und befinden uns seitdem in ständiger Kampfbereitschaft. Unsere Sensoren überwachen immer noch unbemerkt jede Bewegung auf dem Planeten. Was hat diese Nachricht zu bedeuten? Die Infektionsrate ist gestiegen, innerhalb weniger Tage um 100%. Das Anchilles-Fieber auf Styrus 4 ist damit endgültig außer Kontrolle geraten. Nach ersten Schätzungen gibt es bereits Millionen Todesfälle. Captain, Diana. Lieutenant Yar, hatten Sie eine Ahnung davon, dass Lutan seine Absicht, Sie zur Hauptfrau zu nehmen, verkünden würde? Nein, Sir. Was wissen Sie über die Angelegenheit? Nichts, Sir. Das Ganze ist natürlich nicht ohne Reiz. Dieser Lutan ist fraglos das, was man sich unter einem Mann vorstellt. Und er scheint sie wirklich sehr zu begehren. Naja, es ist sicher sehr schmeichelhaft, wenn er... Troy, das ist gemein. Sie haben mir eine Falle gestellt. Ich will nur, dass Sie über Ihre Situation nachdenken. Und zwar kühl und logisch. Wir werden alle manipuliert, Lieutenant. Ich genauso wie Sie. Ohne die Hauptdirektive wäre alles sehr viel leichter. Der Gedanke ist mir auch schon gekommen, Counselor Troy. Captain Picard, bitte melden. Ich weiß, ich kann siegen. Ich werde Sie natürlich nicht töten. Aber ich werde Sie beschämen. Wie kommt sie darauf, mich zu beschuldigen? Ich hätte die Absicht... Die Seuche. Ja, es ist schlimmer, als wir gedacht haben. Sie brauchen das Serum also noch dringender, Sir. Ich weiß, ich werde in dem Kampf die Siegerin sein. Sie müssen uns nichts beweisen, Lieutenant. Aber das Serum ist von außerordentlicher Wichtigkeit. Ich glaubte, Sie wären die Letzte, die sich dafür aussprechen würde, die Herausforderung zu akzeptieren. Wir könnten durch einen Sieg Millionen Leben retten, Captain. Die Chancen stehen gut. Tascha kann Lutans Frau leicht besiegen. Und Sie würden eine viel bessere Verhandlungsposition erhalten. Wenn Tascha siegt. Sie selbst haben mal gesagt, wir müssen an jedem Tag, bei jeder Mission alles riskieren. Dieser Lutan ist mir einige Erklärungen schuldig. Auch der hatte seine Probleme. Der Assistent redete beschwörend auf ihn ein. Lutan, auch wenn Sie der Herrscher sind, müssen Sie sich meinen Ratschlag anhören. Sie riskieren viel, wenn Sie diesen Zweikampf bestanden. Sie haben nicht ohne Grund die Arena zu Ihrer Hauptfrau gemacht. Ihre Familie hat viel Einfluss, ist sehr reich, besitzt sehr viel Land. Ich finde es außerordentlich bedauerlich, dass Sie meinen Sicherheitsoffizier überhaupt entführt haben, Lutan. Denn ich möchte Ihnen sagen, dass wir alle die Gastfreundschaft, die Sie uns bieten, aufrichtig bewundern. Ich muss mich Kräften unterwerfen, von denen Sie nichts verstehen, Captain. Ich kann Sie zumindest erahnen. Lieutenant Yar ist eine reizvolle Frau. Sie überraschen mich, Captain. Was wissen Sie denn von Gefühlen und Leidenschaften? Gar nichts. Naja, beinahe gar nichts. Ich bin nun mal der Captain der Enterprise. Sehr interessant. Etwas irritiert mich, wenn Sie so viel für Tascha empfinden. Warum lassen Sie dann diesen Kampf auf Leben und Tod zu?
Ich kämpfe nicht, sondern Yarena. Ich bin nur ein Zuschauer. Na ja, aber Sie sind gleichzeitig ein Mann mit viel Einfluss und großem Reichtum. Mit viel Einfluss vielleicht, aber wenn Sie... Ach, ich verstehe. Sie sind sich auch des realen Werts Ihrer Frau bewusst. Wir alle wissen, dass Frauen höchst erfreuliche Erscheinungen sind, aber davon abgesehen unwichtig. Bis auf das Land, das Sie besitzen. Jetzt erkenne ich erst richtig, wie raffiniert Sie sind, Lutan. Sie können auf keinen Fall verlieren. Ganz gleich, wie der Zweikampf ausgeht. Ja, der Ehrenkodex schützt mich, Captain, wie ein magischer Mantel. Ich werde Lieutenant Yar befehlen zu kämpfen. Hoffen wir, dass Ihre Wünsche sich erfüllen und Ihr Ehrenkodex Sie schützt. Zur gleichen Zeit an Bord der Enterprise. Geordi und Data hatten eine Unterhaltung ganz anderer Art. Ja, herein. Wozu dieser Rasierapparat? Ich habe ihm doch einen viel besseren gegeben. Rasieren ist eine Lieblingsbeschäftigung der Männer. Da geht es nicht nur um Perfektion, sondern eben auch um die Beschäftigung. Verwirrend. Wo bleibt denn da die Effektivität? Vieles ist schon zu effektiv für uns Menschen. Sie reden von der menschlichen Unvollkommenheit. Ja, ganz richtig. Haben Sie etwas dazugelernt? Natürlich, ich lerne ständig, mein Freund. Schwierigkeiten habe ich mit dem Humor. Ein Chinese sagt zu dem anderen, ich bin Flo. Nein, nicht schon wieder. Darauf sagt der andere zu ihm, du bist kein Flo, du bist ein Mensch, mein Freund. Darauf sagt der erste Chinese, doch, ich bin Seelseel Flo. Unter Lübel solltest du dich freuen, mein Freund. Das ist ein ganz blöder Witz. Und außerdem haben Sie ihn nicht gut erzählt. Wie erkennt man, ob etwas witzig ist? Das kann ich nicht erklären, Data. Das weiß man. Vielleicht liegt es auch an Ihnen, Geordi. Einschließlich dieses letzten Witzes habe ich Ihnen 662 Witze erzählt und Sie haben nie... 662 Witze? Sehen Sie, das ist witzig. Das ist aber gar kein Witz. Das ist eine Information. Ach, endlich sind Sie witzig. Hier, Riker. Commander Data, Lieutenant LaForge, melden Sie sich im Transporterraum. Sie werden auf den Planeten gebeamt. Erster Offizier an Captain. Der Trupp steht bereit. Auf meine Koordinaten einstellen. Koordinaten eingegeben. Energie. Und schon waren die beiden im Palast. Sie haben beide die Nachricht über die Seuche gelesen? Ja, wir wissen, wie dringend das Vakzin gebraucht wird, Sir. Wir müssen so viel wie möglich über ligonianische Waffen erfahren. Data, besonders wichtig ist eine Analyse der verschiedenen Kampftechniken. Geordi, Sie konzentrieren sich auf die Faustwaffen. Wer sie hergestellt hat und wie sie eingesetzt werden. Und ob es Materialschwächen gibt. Aye, Sir. Unter welchem Gesichtspunkt wünschen Sie die Analyse? Es geht um Lieutenant Yar, die diese Kampftechniken vielleicht gegen Lutans Frau einsetzen muss. Sehr interessant. Könnte es sich hierbei um den menschlichen Witz Nummer 663 handeln? Negativ, Data. Das ist ein Befehl des Captains. Wir müssten natürlich zuerst wissen, welche von diesen Waffen eingesetzt wird. Das wissen wir wohl erst, wenn der Zweikampf beginnt. Sie haben fast recht, Data. Das Ganze klingt wie ein Witz. Mit den Möglichkeiten der Enterprise könnten wir diesen Ort leicht in unsere Gewalt bringen und uns nehmen, was wir brauchen. Ich verstehe vielleicht nicht menschliche Witze, Sir, aber ich habe die Akademie der Sternenflotte absolviert. Und das heißt natürlich? Ich kenne die Hauptdirektive, Sir. Ironischerweise ist es das, worum es hier geht. Nach unserem Verständnis sind die Sitten hier, der Ehrenkodex, dieselben prahlerischen, sinnlosen Scharaden, die unsere Spezies vor Jahrhunderten gefährdet haben. Wir haben uns weiterentwickelt und niemand versucht noch seine eigenen... Entschuldigung, es sollte kein Vortrag werden. Sie sind der Captain. Sie haben das Recht dazu. Ich muss nicht endlos über etwas reden, das sowieso jeder schon weiß. Machen Sie weiter. Computerlogbuch der Enterprise Commander Riker. Wir setzen unsere Analyse der ligonianischen Technologie fort. Gut. Der Captain will, dass Lieutenant Yar sofort in Sicherheit gebeamt wird, wenn sie sich in Gefahr befindet. Ich hoffe, dass uns die Regeln des Zweikampfes keinen Strich durch die Rechnung machen. Riker an Chef des Transporterraums. Haben die Sensoren unserer Leute erfasst?
Ja, Sir, wir haben das in Frage kommende Gebiet bereits auf dem Schirm. Wie Sie sehen können, nehmen wir jetzt noch notwendige Feineinstellungen vor. Tascha hatte Yarena um eine Unterredung gebeten, um vielleicht doch noch zu einer gütlichen Einigung zu kommen. Ich habe diesem Treffen zugestimmt, obwohl ich keinen Sinn darin sehe. Sie haben die Herausforderung angenommen, mehr gibt es nicht zu sagen. Ich möchte Sie warnen, Yarena. Es gibt nirgendwo ein physisches Training, das dem der Sternflotte gleicht. Sie haben gegen mich keine Chance. Dann sollten Sie etwas wissen. Auch wenn diese Zweikämpfe sehr selten sind, trainieren wir schon aus Tradition für so eine Gelegenheit. Yarena, ich habe nicht wegen Lutan Ihre Herausforderung akzeptiert. Es hat aber was mit Lutan zu tun. Lutan will, dass Sie seine Hauptfrau werden. Das ist vollkommen unmöglich, Yarena. Sie wissen, ich bin Offizier bei der Sternflotte. Behaupten Sie, Sie lieben ihn nicht? Jede Frau liebt ihn. Ich kämpfe nur für das Vakzin. Das ist die Wahrheit. Die Wahrheit ist, ich werde Sie töten, wenn ich kann. Und glauben Sie mir, ich kann es. Mehr gibt es nicht zu sagen. Auf der Erde ist es ehrenvoll, einen Kampf abzulehnen. Sie befinden sich aber nicht auf der Erde. Auch Captain Picard suchte nach einer Möglichkeit, den Kampf zu vermeiden. Captain, ich bin Ihre Beraterin. Sie haben mich nach Ligon mitgenommen, damit ich Ihnen helfe. Beantworten Sie mir eine Frage. Gibt es irgendeinen Ausweg? Für Natascha ja? Keinen. Wir haben die Waffen untersucht, Captain. Sie sind erstaunlich vielfältig, haltbar und tödlich. Sie sind leicht, als seien sie speziell für Frauen bestimmt. Einige zeigen Spuren von Blut und Gift. Gift? Ja, richtig. Und es ist absolut tödlich. Wozu dienen die Metallstangen, die draußen im Vorhof liegen? Nicht zu erkennen, Sir. Allerdings auf dem Boden ausgelegt, würden sie ein Quadrat oder ein Rechteck ergeben, das 120 Quadratmeter umschließt. Ineinander gesteckt könnten sie eine Höhe von 44 Metern erreichen oder 2x22 oder 4x... Danke sehr, Data. Keine Ursache. Sie ist uneinsichtig. Sie liebt ihn. Ohne Vorbehalte. Und sie glaubt, ich liebe Lutan auch. Sehr interessant. Tun Sie es? Aber natürlich nicht, Data. Wie Troy es richtig analysiert hat, finde ich ihn attraktiv, aber das ist etwas ganz anderes. Riker an Captain. Sprechen Sie, wir sind allein. Wir sind jetzt mit der Feineinstellung fertig. Wir können erkennen, dass sich Ihre Gastgeber draußen versammeln. Drei von Ihnen nähern sich Ihrem Aufenthaltsort. Danke, Nummer eins. Lieutenant, fühlen Sie sich immer noch dieser Herausforderung gewachsen? Wie beurteilen Sie Ihre Kondition? Ich würde sagen, sie ist ausgezeichnet. Hagon erschien mit mehreren roten Kästen. Die Waffen, Lieutenant Yar. Sie haben die freie Auswahl. Tascha öffnete einen der Kästen. Darin lag eine kurze Keule mit langen, spitzen Stacheln. Tascha, nicht die Spitzen berühren, die sind vergiftet. Seien Sie vorsichtig, sonst sterben Sie vorzeitig. Das wäre wohl sinnlos. Computerlogbuch der Enterprise, erster Offizier. Da Captain Picard weiß, wie dringend wir das Vakzin brauchen, das auf dem Planeten Ligon produziert wird, hat er zugestimmt, dass sich Lieutenant Natascha Yar auf den tödlichen Zweikampf einlässt. Ich versuche, seine Überlegungen und seinen Plan zu verstehen. Data war wieder auf der Enterprise erschienen. Hat man mein Verschwinden bemerkt? Nein, dafür sind alle viel zu beschäftigt. Captain Picard will nicht riskieren, dass unsere Gespräche abgehört werden. Sie sollen seinen Plan wie besprochen ausführen. Gut, ich habe verstanden. Ist dem Captain eigentlich klar, was Sie ihm über die Waffen berichtet haben? Sie sind scharf wie Rasiermesser und töten innerhalb einer Sekunde. Commander, der Captain hat das alles genauestens bedacht. Dann war der Augenblick des Kampfes gekommen. Haben Sie noch irgendwelche Anweisungen für mich, Sir? Bleiben Sie am Leben. Den Rest erledigen wir. Ich spreche im Namen Lutans. Die Regeln sind allen bekannt. Der Kampf soll andauern, bis es einen Sieger gibt. Er darf nicht unterbrochen werden. Und der Kampf begann. Wie eine Tigerin ging Yarena mit der giftigen Keule auf Tascha los.
Die hatte alle Mühe, der katzengewandten Angreiferin auszuweichen. Ja. Ein ums andere Mal entging sie nur um Haaresbreite dem tödlichen Schlag. Ja, töte sie! Aber dann, eine kleine Unachtsamkeit von Yarena und Tascha schlug ihrer Gegnerin die Keule aus der Hand. Kämpferinnen, haltet eure Position. Die Waffe zurückgeben. Und der erbitterte Kampf ging weiter. Immer wieder griff Yarena an. Vorsicht, Yarena! Tascha lag schon am Boden. Yarena holte zum entscheidenden Schlag aus. Aber Tascha rollte sich blitzschnell herum und dann traf sie ihre Gegnerin in den Rücken. Die fiel sofort zu Boden und in der gleichen Sekunde wurden beide an Bord der Enterprise gebeamt. Sagen Sie mir, was Sie nicht für richtig halten, Lutan. Die beiden haben bis zum Ende gekämpft. Sie haben den letzten Schlag gesehen. Sie kennen die Wirkung Ihres Giftes. Aber was ist mit Lieutenant Yar? Sie müsste jetzt meine Hauptfrau werden. Ich werde Sie nicht daran hindern, wenn sie diese Ehre in Anspruch nehmen will. Vergessen Sie nicht, Sie besitzen jetzt alles, was Yarena gehört hat. Auf jeden Fall habe ich nichts verloren. Riker an Captain. Ja, ich höre. Wir haben uns an die Abmachung gehalten. Können wir jetzt das Vakzin an Bord beamen? Aber ja, natürlich. Es gibt keine Probleme. Schicken Sie das medizinische Team. Verstanden, Captain. Alles wurde laut Ihren Anweisungen vorbereitet. 5 hochbeamen. Energie. Und schon waren der Captain, Jordi, Diana und die verblüfften Ligonier an Bord der Enterprise. Willkommen an Bord, Captain. Sie werden in der Lounge erwartet. Kommen Sie, Lutan. Und dort wartete eine gewaltige Überraschung auf Lutan. Yarena ist nicht tot. Das heißt, der Kampf wurde nicht beendet. Sie haben sich nicht an die Abmachung gehalten. Es wird keinen Handel geben. Sie kriegen kein Vakzin. Der Kampf wurde bis zum Ende geführt. Yarena wurde getötet. Sie wurde nicht getötet. Sie lebt ja noch. Ich bin Ärztin. Ich sage Ihnen, sie war tot. Wenn Sie an der Wirkung des Giftes zweifeln, können Sie es ruhig mal ausprobieren. Lutan. Wir können schlüssig beweisen, dass Yarena tot war und dass Dr. Crusher sie ins Leben zurückgeholt hat. Und gemäß dem Gesetz, Lutan, erlischt mit meinem Tod unsere Partnerschaft. Das ist ein ganz übler Zauber, Yarena. Auf diese Weise eine Partnerschaft aufzulösen. Auf jeden Fall besser als deine Methode, Lutan. Yarena, nicht. Während des Kampfes hörte ich, wie du mich gewarnt hast, Hager. Yarena, sei meine Frau. All mein Land, alles, was ich besitze, all meine Reichtümer sollen nun dir gehören. Sie tun mir leid, Lutan. Sie haben alles verloren. Ich habe immer noch meine Ehre. Trotzdem, Sie werden einsam sein. Wollen Sie ihn? Nein, es würde Komplikationen geben. Dann werde ich dich als Nebenmann behalten. Nimm den Platz ein, der dir jetzt zusteht. Ja, da sehen Sie es, Captain. Sie sind uns vielleicht in Technologie überlegen, aber nicht was Zivilisation betrifft. Worauf warten wir, Nummer 1? Warum verlassen wir den Orbit nicht? Lieutenant, Kurs für Styris 4 programmieren. Kurs für Styris 4 ist programmiert, Sir. Volle Kraft.